Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Dungeon Wars. Mein Name ist Kai und wie ihr sehen könnt, es ist dunkel. Nichtsdestotrotz können wir und werden wir ein Filmchen für euch machen, beziehungsweise auch ein leckeres Essen machen. Und zwar werden wir heute ein leckeres NVA-Würstchen-Schaschlik machen oder Wurst-Schaschlik, besser gesagt. Und wie wir das machen oder ich das mache, zeige ich euch gleich nach dem Intro. Ja, ihr Lieben, wie anfangs schon vor dem Intro erwähnt, werden wir ein schönes Wurst-Schaschlik machen. Inspiriert hat mich dazu mein Vater, der hat nämlich vor einiger Zeit sich selber das hier gemacht und er sagte, Junge, das gab es früher schon bei uns zu NVA-Zeiten, zu DDR-Zeiten. Also habe ich gesagt, das werde ich auch mal machen und euch das mal zeigen. Nur in eine kleine abgewandelte Form. Bei denen gab es das einfach ohne Soße. Wir werden das mit einer richtig schönen, leckeren Barbecue-Soße dazu machen. Ja, also, was wir dazu benötigen, zeige ich euch gleich hier am Tisch. Hinter mir der Dutch Oven, der wird jetzt schon mal vorheizen und alles andere kommt mal ran, zeige ich euch jetzt hier vorne vor mir wieder an dem kleinen Tischchen. Natürlich haben wir auch wieder, oder ich wieder, die Gewürze von der Spice Bar am Start. Heute nehmen wir Umami Bums, ein verdammt leckeres Gewürz, ein Allrounder, den ihr überall dran werfen könnt. Und jetzt kurz vor der Weihnachtszeit könnt ihr nochmal kräftig zuschlagen bei der Spice Bar und mit unserem Rabattcode SPICYDOBS 5 Euro sparen auf euren Einkauf. Und zwar nehmt ihr dazu unten den Link in der Videobeschreibung und checkt das doch mal aus. Sind super Gewürze. Seht's ja, wir haben ja mehr als genug davon. Ja, ihr Lieben, Folgendes wird wieder benötigt. Hier haben wir unsere selbstgemachte Barbecue-Soße. Video dazu kann ich euch mal hier oben verlinken. Dann ein bisschen Paprika, Butter gleich zum Anbraten rein. Würstchen, Bockwurst oder Leona, wie ihr wollt. Stäbchen und Zwiebelchen mit Umami-Bums für die Soße gleich nochmal ein bisschen. Ne? So, kommen wir jetzt aber mal zum Zusammenstecken dieses Spießes. Und dann geht es auch schon gleich weiter. Ja, beim Erklären sagte ich Leona, ich meinte natürlich Fleischwurst. Das muss ich noch zu erwähnen. Aber kommen wir zum Zusammenbauen dieser Spieße. Wir werden das Ganze mal wie ein Schaschlik aufspießen. Natürlich abwechselnd wieder mit Zwiebel, Leona oder Fleischwurst hier in dem Falle. Ne, und so Paprika als Konter. Ihr könnt das gerne auch mit Gewürzgurken machen, wenn ihr wollt. Gewürzgurken gehen natürlich auch immer. Ne, das ist außer Frage. Und so macht ihr das jetzt mit allen Spießen, die ihr habt. Oder zumindest so viel, wie ihr machen wollt. Ne? So, wenn die Scheiben ein bisschen dünner sind, was wir hier auch manchmal haben, so ein bisschen. Ja, dann macht da halt eine Scheibe mehr drauf. Ne, ist auch nicht schlimm. Aber so in der Reihenfolge könnt ihr. Und ja, könnt ihr den gerne machen. Ne? Die Zwiebeln, die hier auseinanderfallen, ist nachher auch nicht schlimm. Die dann noch so drinnen liegen, die brauchen wir nachher, nehmen wir nachher mit zum Anbraten, mit in die Soße rein. Und werden daraus auch noch was Feines zaubern. Ne? Feines Süßchen oder sowas in die Richtung. So, ihr meine Lieben, das ist unser Spieß. So wollen wir das machen. Ich mache mit einer jetzt fertig und dann hole ich gleich wieder zu, wenn wir Rüben an den Topf gehen, zum Anbraten. Unsere Spießchen sind nun fertig. So sehen sie aus. Und jetzt geht es hinten an den Grill bzw. an den Topf und jetzt braten wir die erstmal an. Kommt also mit. Kommen wir mal zum Anbraten, zu der wärmeren Sache, die heute ist tatsächlich. Jetzt nehmen wir uns mal so ein schönes Klecks Butter. Boah, so kalt, dass direkt schon die Butter gekühlt ist wieder. Mann. So, da muss ich nur zu helfen wissen bei der Temperaturen. So, wir werden jetzt einmal schön die Butter zerlaufen lassen und werden dann da rein unsere leckeren Wurstspieße geben. So, bis das soweit ist, lassen wir das einmal vergehen und ich hole gleich wieder dazu. Jetzt kommen wir mal dazu zum Anbraten dieser wunderbaren Spieße. Mal einen nach dem anderen reinpacken. Und ihr seht, ich musste mir noch mal eine dickere Jacke anziehen, denn wir haben heute echt 7 Grad minus hier. Das ist einfach unfassbar kalt. Aber es gibt halt nur schlechte Kleidung, heißt es immer so schön. Ne? So, jetzt werden wir das mal richtig schön anbrutzeln und werden auch schon mal ein bisschen Umami-Bums da drauf geben. Bringt dann schon mal ein bisschen Geschmack in die Geschichte.
lassen wir richtig schön von allen Seiten schön bräunlich anbraten. Und ja, beim Wenden hole ich euch gleich wieder dazu. So, eine Zeit ist vergangen. Wir werden mal die guten Spieße drehen. Ihr seht die Temperaturen fordern meinen Grill tatsächlich. Aber nichtsdestotrotz wird es schon werden. Braucht halt nur ein bisschen länger, ne? Also wird schon gehen. Weiter geht's. Ja, wenn sie mal ein bisschen auseinanderfallen, die Spieße, drückt das immer ein bisschen so zusammen. Das ist nicht schlimm. So, ein paar Röstaromen brauchen bloß dran, wie ihr sehen könnt. Ja, also so reicht das ungefähr aus. Denn die werden ja nachher gleich nochmal in der Soße ein bisschen vor sich hin dümpeln und ziehen. Wir wollen ja bloß ein paar Röstaromen dran. So, jetzt packen wir die raus und werden dann die anderen reinpacken, die noch über sind, in unseren Topf hier. Die mit der Nei. Auch hier geben wir wieder ein etwas Umami-Bums drauf. Ja, wie ihr seht, nicht viel. Das reicht vollkommen aus hier, was ich hier mache. So, und das lassen wir wieder vor sich hin brutscheln und dann hole ich euch gleich wieder dazu, wenn wir die Soße reinkippen und uns um die Soße kümmern. Noch was vergessen zu erwähnen, und zwar haben wir ja noch ein bisschen Paprika und Zwiebeln über und das werden wir jetzt mal schön noch mit da reinpacken, mit in diesen Schwung, denn das gibt nochmal ein bisschen Kraft und Geschmack für die Soße nachher gleich. Ne? Also, wie gesagt, da werden wir mal so ein bisschen noch was drauf tun. Jetzt machen wir hier den Deckel runter und weiter geht's. So, kommen wir mal dazu, zu unserer Soße. Uns reicht das ja vollkommen an Röstaromen. Jetzt nehmen wir die alle natürlich wieder schön raus. So, wie ihr seht, ich habe hier unten noch schön Zwiebelchen und Paprika drin. Ne? Ja, also so ist das vollkommen richtig gut und gibt nochmal richtig schön Kraft. Jetzt kommen wir mal zu der Barbecue-Soße und zwar gehen wir hier die gute Barbecue-Soße rein. Gießen uns das nochmal aus, das Glas. Ich habe ja auch noch ein bisschen Wasser mit Brühe gemacht, was wir noch dazugeben werden. Wollen ja nichts verschwenden, sondern das Glas jetzt noch schön ausspülen. Sehr schön. Die restliche Brühe, die ich hier noch habe, gebe ich auch noch dazu. So. Ich werde noch ein bisschen Rotweinessig dabei geben. Das wird reichen. So, ja. Dann werden wir mal vorab schon mal kosten. Ihr Lieben. Geil. 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 Kann ich da nur sagen. Kommen wir mal ein bisschen Umami-Bums rein. Nicht viel. So. Nochmal rühren. Kann ich euch jetzt schon sagen, die Soße ist der Hammer. Jetzt werden wir mal unsere Wurstschaschliks hier wieder reinpacken in die Soße, dass sie auch schön bedeckt sind. Schön gucken, dass es alles ruhig bei euch schön in den Dutch Oven reingeht oder in die jeweilige Form, wo ihr das reinmachen wollt. Hier wollen wir noch nichts verschwinden und holen das aus unserer Form hier nebendran raus. Und das lassen wir jetzt alles schön miteinander köcheln, ne? Dass die Wurst jetzt nochmal schön gar zieht. Die braucht ja nicht zu viel zum Glück. Ne? Das braucht ja bloß noch die Soße schön warm werden und dann den Rest ein bisschen weicher. Jetzt verschließen wir das alles, machen hier die Haube drauf und dann hole ich euch gleich wieder zu, wenn es heißt, verkosten diesem leckeren Topf voll Wurstschaschlik. Ja, wie ihr seht, wie gesagt, dicke Jacke ist immer noch an, es wird immer kälter, aber unsere Spieße sind jetzt so fertig, wir holen sie mal raus und kosten sie mal gemeinsam. Und drinnen habe ich schon mal Nudeln gekocht, die passen nämlich hervorragend zu der Soße mit den Spießen dazu. Und ja, jetzt geht es auch mal ins Verkosten ran. Alle Angaben zum Rezept natürlich wie üblich bei uns unten in der Infobox bzw. unter dem Video in der Videobeschreibung. Ja, hier ist ja nun unser leckerer Spieß und jetzt werden wir mal das gute Stück kosten samt der Soße und Co. Ja.
So, da kommen wir beiseite. Na, und dann geht es. Ans Verkosten mal dran, worauf man sich immer freut. So, und dann heißt es, guten Appetit. Boah, mit der Soße. Geil. Boah, einfach nur lecker. Nochmal die Soße. Fruchtig, süß, also aber das Fruchtige durch diese Barbecue-Soße kommt einfach richtig gut durch, wie gesagt, die ich euch schon mal markiert hatte. Und kann man nur empfehlen. Schnell, einfach, simpel, so wie man es gerne haben möchte. Ja, das heißt es. Aufessen, wir haben noch ein paar Spieße vor uns, drinnen sind die Nudeln gar und dann halt lassen wir uns mal richtig schön schmecken. Wenn euch auch diese Folge wieder gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Folgt uns auf Instagram, Facebook und natürlich auf TikTok, denn da seht ihr immer, was im Hintergrund läuft. Ja, und dann heißt es, schönen vierten Advent, ihr Lieben, und bis nächste Woche.